Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start. Ihr habt es im Intro gesehen. Es geht wohl darum, dass wir einen Bewerber für die Höllenkrieger haben. Und Timmy hat mir noch nicht verraten, wer das ganz genau sein soll. Timmy! Und Kiro ist auch mit am Start. Was geht, Mann? Du hast gesagt, wir haben einen Bewerber, irgendeine Bewerbungsphase oder so? Ja, das ist korrekt. Ich habe es gar nicht meinen Leuten gesagt. Aber die Höllenkrieger werden bald mehr sein, Junge. Checkst du das? Ich bin so gespannt. Du hast mir nicht gesagt, wer, Alter. Wer ist ja. Soll ich das wirklich schon verraten? Das wird wirklich ein starker Mann sein. Lass Überraschung. Überraschung. Ich sag dir ehrlich, es erinnert einem sehr an die Farbe Schwarz, aber mehr sage ich nicht. An die Farbe Tobi? Ja, vielleicht kommt Tobi wieder zurück, Junge. Oh, das wäre so cool, aber wir hatten letztens so richtig fetten Zoff, Alter. Das glaubt nicht, dass Wie Zoff, Junge? Ich glaube, der ist nichts. Ja, es ging um irgendwie Sonnenbrand oder sowas und keine Ahnung, dann habe ich Tobi angegriffen. Also ich habe selber keine Ahnung, was abging. Brandino daher, diese ganzen komischen Sonnen irgendwas, Alter, die sollen langsam mal aufhören hier. Blackjack? Hä? Ey, Blackjack, Junge! Was geht, Alter? Moment, mit der Farbe Schwarz? Okay, warte mal. Okay, ich checke. Ja, genau so sieht's aus, Alter. Kiro, halt du mal Abstand hier mit deinen komischen Gammelhühnern. Ich halte Abstand. Ey, wie redest du mit Kiro, Junge? Ist so, wie redest du mit ihm? Ja, das war Selbstverteidigung mit dir. Ja, richtig. Ich hatte Angst. Genau. Blackjack, du hast dich gut gemacht auf deiner YouTube-Seite. Deine Augenbrauen gestutzt sehe ich gerade, ja. Das sieht gut aus. Ja, und deine Flügel sind auch fresh. Ja, und dein. Ich sag dir ehrlich. Dein Hoodie ist auch fresh. Irgendwas fehlt doch bei dir, Blackjack. Willst du dich auch mal richtig. Ich weiß, was fehlt, Alter. Ja. Wir holen uns Netherite für eine geile Zeit, Alter. Ja, Mann. Blackjack, wirst du nicht immer fertig gemacht von den anderen Leuten so? Die nehmen dich doch gar nicht ernst, oder? Eigentlich nicht. Das versuchst ja, du. Ja, siehst du, und weißt du was? Ich habe einen Plan, den ich umsetzen muss mit Mira. Und da steht drin, dass ich für die kleinen Leute drinstehen muss und um jeden Preis für die alles mache. Und deswegen würde ich sagen, dass du ein guter Kandidat bist, Freunde, Junge. Das heißt, Timmy meinte halt. Weil schau mal Kiro an, der wurde auch nur fertig gemacht. Richtig, wurde auch Alter, fertig guck mal, ich wurde voll zum Huhn gemacht, Alter. Ja, Mann, Beule genauso. Hühnchen, Junge, kannst du dich noch an Boiler erinnern? Das war der größte No-Hand-Junge, hat nichts hinbekommen. Boyle und jetzt, ist jetzt hat er ein OP-Eichen bekommen. Der ist unnormal stark geworden. Der ne? ist super stark. Okay. Ja, ich und dann auch ein cooles Item oder irgendwie eine coole Fähigkeit oder so? Natürlich. Ja. Was ist denn bei ihm? Ja, das ist gut. Aber die Bedingungen für ein Item und so sind natürlich, dass du von reinstem Herzen ein Höllenkrieger bist. Bedeutet, wenn deine Absichten nicht dementsprechend, dass du den Höllenkriegern treu sein möchtest, dann klappt das alles nicht. Das ist korrekt, ansonsten geht das nicht, Blackjack. Du musst wirklich voll dahinter sein. Ja. Ja, aber wie gesagt, was habe ich davon? Bekomme ich dann auch irgendwie? Wie, was hast du davon? Junge, einer für alle und einer für einen, Alter. Richtig, und außerdem haben Familie. Wir krasse Items. Du kriegst ja, Buffs, ja, du kriegst eine Familie. Alles kannst du. Ich würde gern so eine Armee Mini-Timmys beschwören. Hä? Das wär doch schon Josef, Junge. Aber zeig mal Josef für Kiro. Moment, das wird jetzt wehtun, aber. Das wird nicht wehtun. Der kriegt das schon hin, Alter. Warte. Der kommt. Hä? Alter, Josef, ich gar nicht mehr an, Kiro. Junge Kiro, die greifen mich nicht mehr an, ja, Alter. Es liegt daran, weil er noch kein Höllenkrieger ist. Das kommt dann noch. Nein, die greifen mich nicht mehr an. Guck mal. Ach so. Oh, piep, stimmt, piep, ja. Piep. Du bist jetzt richtig auch, cool, ne? Du bist ja auch wieder. Also, du bist jetzt ein vollwertiger Höllenkrieger. Das ist ja auch nicht Josef. Aber ja. Blackjack, zu deinem Item, was du dir erwünscht, das ist tatsächlich nicht unsere Entscheidung, sondern die von Mira. Das ist korrekt. Ja, dann habt ihr doch einen Grund, mal Mira zu fragen. Ja, also was, ja, was würdest schon, du aber denn das denken, geht erst, ist, deine, ist deine gute Eigenschaft von dir? Also was macht dich aus? Ja, Mini-Timmys. So ganz viele kleine Timmy. Aber Mini-Timmys machen dich doch nicht aus. Was macht dich aus? Nichts damit zu tun. Du ja, kannst, also ich bin deine ein Huhn. Stärke, Junge. Guck mal, ich bin ein Huhn, ich kann Eier schießen. Josefs kommt, weil Josef ist mein allerbester Freund. Das macht alles Sinn. Daran hat Mira gedacht, weil Mira kennt mich. Snoopy hat ein Schwein bekommen. Ja. Die Relation verstehe ich noch nicht. Und Steinchen kackt sich immer ein. Er hat einen Furz bekommen. Und du baust richtig gute und ausgeklügelte Farmen. Also vielleicht kann ich mir da was vorstellen. Dass du so, keine Ahnung, Eisen werfen kannst oder so, keine Ahnung.
Ja, Mann, Golems, boah, Alter. Du kannst also dir gerne Golems oder hin so tun. Ja, oder vielleicht. Golems, sowas. Irgendwas, was dich halt ausmacht. Ja. Und ich glaube, du baust halt richtig oft Eisenfarmen und so, ne? Ich habe tatsächlich schon wieder neue gebaut, ja. Ja, siehst du. Also würde ich sagen, dass am naheliegsten dann irgendwas mit einer Eisengolem-Farm sein könnte. Dass du dich vielleicht in eine Eisengolem verwandeln kannst oder so. Der Höllengolem. Boah, das klingt episch. Aber Blackjack, ich sag dir ehrlich, du musst ein paar Aufgaben für uns erledigen. Ich will nicht wissen, ob du es ernst meinst, ey. Weißt du, ich habe da auch eine gute Aufgabe für dich. Und zwar, die wird sein, bring mir meine Sachen wieder von Moni. Was für Sachen? Ja. Warte, Moni. Sie hat komplett, sie hat... Oh nein, warte, ich schreib dir. Sie ist sogar online. Denkst du, sie ist da? Sie ist online. Sie ist safe da, warte. Aber ich glaube, es hat sich eine Sidequest angebahnt. Warum? Moment, weil hier sind Pillager aufgetaucht. Das ist gut, Die erste Aufgabe von dir wird sein, Blackjack, beseitige die Pillager. Die sind hier irgendwo. Ja, Mann, weg mit dem Pillager. Weil die sind hier irgendwo rumgelaufen. Da! Da sind die! Da sind die Loser! Mach sie fertig, Blackjack! Jetzt bin ich gespannt, Alter. Oh, er schießt. Oh, guter Treffer! Oh! Warum sind die anderen zwei noch? Blackjack! One hit, Alter! Da unten ist der letzte, glaube ich. Oha, er kriegt's hin, Junge! Oh, du schaffst das! Alter! Drei Treffer, Junge, drei Kills, Alter, krank, du bist richtig gut. Maschine. Alter. Du bist ehrlich krank, Junge. Da hinten kommt jemand. Moni hat geantwortet. Da hinten kommt jemand. Wo? Das ist Moni. Das ist doch Moni. Hey, Moni, wie geht's? Hallo, Moni. Kannst du dir Bogen auf mich? Ey, nein, wir ziehen nicht. Ey, wir machen gar nichts. Guck mal, ich hab eine Karotte. Nein, alles gut, die machen dir nichts. Nein, wir sind da, um die Schwachen zu beschützen, wir sind die Guten. Ja, das stimmt, wir beschützen jetzt die Schwachen. Ja, wir wollen uns jetzt, also wir haben uns geändert, weißt du? Richtig. Wir sind jetzt für die Schwachen da. 360-Grad-Drehung, ja? Genau, also einmal um sich selber drehen. Und Blackjack möchte dir was sagen. So. Blackjack würde dir was sagen. Hallo. Was will ich sagen? Ja, du willst dir doch was sagen, oder nicht? Wir haben noch gar nichts besprochen, ihr seid weggerannt. Hä? Komm mal ganz kurz nochmal mit. Komm mal mit, Junge. Ey, das gibt's doch nicht. Guck mal, du siehst doch die Items von Moni, was sie trägt. Die gehören Timmy. Was, Halstuch? Ja, die hat meine Sachen, Junge. Ja, Tridan hat die geklaut von Beule. Wir müssen sie wieder besorgen. Und ja, wir müssen sie wieder besorgen. Das heißt, es ist deine Aufgabe. Los, Junge. Du kriegst das hin. Du musst sie einfach nur drum bitten. Ja, aber die Sachen, die sie anhat, gehören nicht Alter, ihr. Alter, das sind meine Sachen, Junge. Außerdem war ich mit ihr mal verlobt. Also checkst du das, du darfst das machen. Du musst sie ja nicht töten, du musst einfach nur drum bitten. Okay. Ja, und wenn sie nicht will, dann hört das Bitten halt auf. Moni? Ja? Hast du da Timmys Sachen an? Das sind meine Sachen. Timmys Sachen habe ich in der Ender-Chest. Oha, siehst du, sie hat meine Sachen. Oha. Ja, sie wurden mir geschenkt von Tridan. Das ist kein Geschenk gewesen. Das war Diebstahl. Die Zuschauer haben mich aufgeklärt. Das ist Diebstahl. Was für aufgeklärt? Das ist Hehlerei, was du machst. Ja, das ist illegal. Ich wollte die Sachen zurückgeben, Timmy. Ich hab auf dich gewartet. Aber Statistik und ich hatten eine Vereinbarung. Was ist denn jetzt eine Vereinbarung? Was soll denn das jetzt sein? Wenn du zurückkommen willst, dass du dich bei ihm entschuldigen. Ey, was soll das denn jetzt ehrlich, schon wieder? Nein, ihr macht damals da irgendwelche Filme. Ich hatte da meinen Vertrag mit Mira und ich muss die kleinen Leute beschützen, richtig. Ja? Aber wenn jetzt die Testix mir wieder so ankommt, dass ich mich entschuldigen soll, für was soll ich mich wirklich entschuldigen? Das macht gar keinen Sinn, was hier gerade passiert. Was für entschuldigen? Für die Hochzeitsstürmung, meint er? Da war ich gar nicht dabei. Da war Timmy nicht mal da. Das macht doch gar keinen Sinn. Was will der? Ich war extra nicht da. Ist der schizophren oder was? Ich hab mich extra rausgehalten. Also, Moni, ich habe auch gehört, dass die Testik für dich nicht gut sein soll. Ja, das stimmt. Die Testik ist für mich gut. Ja, aber warum sagt er dann so Lügen? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich bin für die kleinen Leute da. Wenn sie Testix Hilfe braucht, bin ich für ihn da. Richtig. Aber soll mir nicht irgendwelche Lügen anhängen, die nicht stimmen. Das ist nicht fair, okay? Du siehst das riesen S auf seiner Brust. Das steht für Superman, ja? Außerdem kannst du, du könntest ein Zeichen setzen. Ja, du könntest ein Zeichen setzen, indem du mir die Items wiedergibst, die rechtmäßig meine sind. Guck mal, ich gebe dein Items zurück, genau, das ist kein Problem, aber einfach entschuldigen bei Statistik, okay? Warum soll ich mich bei ihm entschuldigen?
für alles, was passiert ist. Wie für alles? Dann muss er sich doch zuerst entschuldigen. Bro. Aber er hat doch die größte Schuld daran getragen, dass er uns verraten hat. Er hat die ganze Zeit uns gestichelt, er hat die ganze Zeit Fitner gemacht, er hat die ganze Zeit einen Keil zwischen uns getrieben, er hat die ganze Zeit weitergemacht, hat mich getötet, hat mich geärgert. Warum? Also wirklich, Freunde. Weiß ich nicht. Zitter Six müsste sich zuerst entschuldigen, jetzt mal Real Talk. Ja, wenn er sich entschuldigt, bin ich bereit. Ihr beide entschuldigt euch einfach bei euch, okay? Du und Zitter Six. Warum sollte... Ihr habt beide Fehler gemacht. Du hast ihn den... die Sache mit deinem Haus angehangen, dass das Haus gesprengt wurde, hast du ihn angehangen. Das war doch auch er! Das richtig. War er wirklich nicht. Wer war es denn dann? Ich weiß es nicht. Ja, also, woher kannst du dann sicher sein, dass das Zitterstix nicht war? Weil er neben mir stand. Ja, aber warum hat er TNT bei meinem Haus dann platziert? Ich hab's genau noch in der Videoaufnahme. Weil du seinen Kaffee gesprengt hattest. Nein, hab ich nicht. Ich kann's auch nachschauen. Nicht einmal TNT bei ihm platziert. Timmy war ja nicht mal in der Reichweite. Ja, aber siehst du, da ist das Problem. Das Problem ist, irgendjemand macht irgendwas. Das Problem ist, irgendjemand macht irgendwas und du behauptest oder ihr behauptet, dass ich das war. Das stimmt nicht. Richtig. Und ich. Es und war ich nämlich Tobi damals. Wieder. Ja, ich hätte jetzt gerne meine Tobi dann gesprengt oder was? Nein, das war auch nicht Tobi. Das war ein Blitz oder so. Keine Ahnung. Ein Blitz. Nee, es war tatsächlich Tobi. Ich hätte gerne meine Items wieder, Mumi. Ich habe ihn damals noch gedeckt, weil er Höllenkrieger war. Aber jetzt ist es mir mittlerweile egal. Der Raketenladen wurde damals von Tobi in die Luft gejagt. Tobi war nicht mal da zum Zeitpunkt. Doch, Tobi war da. Wo war die Sprengung? Es war hinter dem Raketenladen. Und wo war Tobi zu dem Zeitpunkt? Hinter dem Raketenladen. Da hat er recht. Also das kann schon sein. Aber Muni, ich sag dir ehrlich, ich möchte gerne meine Items wieder haben. Ich entschuldige mich gerne bei dir, weil ich dich unfair behandelt habe. Und verwirrend. Ich mich in der Liebe eingemischt habe. Okay, das sehe ich ein. Aber das mit Sticks ist eine separate Sache. Und das hat nichts mit Sticks zu tun. Ich werde gerne meine Items wieder. Gut, dann gehen wir jetzt in Ender-Chest, dann kann ich dir geben. Ja, Ender-Chest! Ender-Chest! So, ich weiß nämlich, dass auf dem Kopf von Tridans hässlicher Statue eine gibt. Was? Die ist weg? Wieso ist die weg? Dann, warte mal. Hier war irgendwo auch eine Ender-Chest. Ja, hier, guck mal. Ich mobs die jetzt einfach. Jawoll! Ich habe jetzt mittlerweile eine Behutsamkeitsspitzhacke, was ich sehr, sehr toll finde. Und ja, jetzt ziehe ich einfach wieder durch. Moment, sind die da unten noch? So, hallo. Ja. Oha. Das können wir ganz leicht jetzt klären. Bam! Da ist die Energy. Oha! Super. Also, ich muss dazu sagen, deine Brustplatte ist nicht deine Brustplatte. Das ist die von Pishta. Die gebe ich Pishta zurück. Die hat aber Pishta Timmy damals geschenkt. Das ist gar nicht Pishtas. Die Brustplatte heißt Pishtas Brusthaare, also es ist schon Pishtas Rüstung. Der hat die geschenkt gehabt damals. Ja, er hat sie auch geschenkt und egal, gib mal die Sachen bitte. Ich kläre das mit Pishta alleine, das geht dich ja nichts an, ne? Du musst dich mal umbenennen, glaube ich. Das ist ja eine Sache zwischen mir und Pishta. Ja, Bro, aber... Warte mal, hattest du rote Hose und rote Schuhe? Wieso hast du so viele Sachen? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Rüstung bekommen. Also keine Ahnung. Da halt alles voll verzaubert. Sind da etwa alle in dich verliebt oder was? Was soll das denn hier? Ja, was soll das? Ich glaube, ich habe es die ganze Zeit gesagt. Moni, sie hat richtig hier viele Sachen. Rüstung. Oh, ohne Hintergedanke. Ich will dir nur helfen. Warte mal, ja, das hier ist dein Helm. Ja, das wird selig. Hier? Das will ich erstmal Stück gucken, für Stück. Das wirklich mein Helm. Zieh dann. Hier ist die Brustplatte. Das ist nicht mein Helm. Das ist dein Helm. Ich habe keinen anderen Helm. Egal. Das ist Haltbarkeit. Wo sind Dornen drauf? Ich hatte Dornen da drauf. Ich habe nur den Helm. Und außerdem war das auch nicht kaputt, Junge. Ich weiß es nicht. Ich habe die Eisen. Warum kümmern wir uns? Und das ist Pisch. Das ist nicht meins. Pisch das Brust. Meine Chestplate ist lieblich. Meine. Ey. Das stimmt doch gar nicht. Hallo, da fehlt noch was, Vincent, meine Hose und so, hallo. Schrei nicht meine Hose, nein, ich will eine Hose haben. Ich will eine Hose haben. Ja, dann gib mir, du hast genug Sachen da drin, gib mir eine Hose, ich hab dir auch Sachen geschenkt, was soll das denn jetzt? Timmy, schrei meine Hose an. Also entweder, hallo, gib meine Hose wieder. Das ist aber nicht deine. Ja, dann gib die doch einfach wieder. Nee, es ist aber nicht deine, es ist schon klar. Ist es so, zack, was ist das für eine Hose hier, das ist... Ey, das ist, also ich hab,
Irgendjemand hat meine ganzen Sachen vertauscht, Junge. Hier langsam. Warum streitet ihr euch so? Von Tridan und er meinte, das sind ja, Tridan hat die ganzen Sachen vertauscht, Junge. Schau ich in Spiegel? Wer bist du? Bro, weiß, der hat das alles umbenannt. Pisch das Brusthaare und so ein Quatsch, Junge. Was passiert hier? Ey, ich sag dir ehrlich, jemand hat dich richtig hochgenommen, ja, Muni. Ja, das stimmt. Meine Sachen wurden auch umbenannt. Ich verzeihe, Timmy. Ich verzeihe, Timmy. Gib ihm alles wieder. Weißt du was? Die Sachen, die du anhast, die sehen ziemlich ähnlich mit den Sachen, die ich hatte. Ja, so also nee, vielleicht solltest das, du mir die Sachen geben, ja? Das sind meine Items. Das, sind nicht deine Items, die hab ich dir geschenkt, Junge. Items. Mann, sie das machen wir jetzt also, nur. Ich sehe das gar nicht ein. Hör auf, meine Frau so zu anfangen. Ja, ich hol gleich Sue, Alter. Warte, jetzt reicht's. Ey, ich sag dir ehrlich, Moni, ich finde das ist voll der L-Take, ehrlich, das ist richtiger L-Take von dir. Dass du einfach so bist. Nein, du bist meine Schuhe irgendwie... heißen Moody's Schuhe. Also, meine Hose ist auch meine Hose. Hey, Freunde, was ist denn hier los bei euch? Mein Chef, was habt ihr die ganze Zeit gesagt? Was habt ihr denn gar nicht? Oh Gott, oh Gott! Und wo ist mein Schwert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach doch mal den weg, Junge! Mach den weg, Junge! Hau ab, Junge! Verzieh dich, ey! Es reicht mit dir, Junge! Lass ihn mal! Ja, lass ihn mal! Nein, Junge! Ich bin Sue, lass ihn in Ruhe! Hey, Muni, geht's dir gut? Wirst du belästigt von Timmy, Alter? Oh mein Gott! Das geht hier gar nicht fit, ja? Ja, Moni, ich sag dir ehrlich, das ist nicht cool, was du machst, ja? Du hast mich abgezogen. Ja, ist so. Ich hab das, was ich bekommen hab, mehr hab ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann, ja? Du sagst, du hast die ganzen Sachen, am Ende gibst du mir irgendwas anderes. Und das kann auch jeder bestätigen, Alter. Richtig, richtig. Hey, was ist denn hier los, hey? Was ist das denn jetzt? Das ist die Snoop, ich dachte, Snoppy, du wurdest von der Insel verstoßen. Wie bist du auf einmal und hier? Wo ist mein Schwert? Das Schwert habe ich nicht bekommen, nur die Rüstung. Ah, warte mal, hast du, so eine Schwert und Rüstung und Sachen? Hast du alles oder wie? Ich habe nichts alles. Wer hat dir damals nicht alles die Sachen geschenkt? Von Timmy, hast du selber alles? Nee, ich habe nicht alles. Mir fehlt noch meine Spitzhacke. Das ist so eine Lüge, Bro. Ihre ganze Ender-Chest ist voller Items, Junge, und Schalkerkisten. Ich glaube auch. Schalkerkisten? Ihr habt mir alle Schalkerkisten genommen. Gar nichts, du hast da alles versteckt. Oh mein Gott, Lumex ist wieder auf der YouTuber-Insel. Was geht ab, Lumex? Ich gehe. Was geht? Ich gehe. Warte mal. So, ich hole mir wieder die Ender-Chest. Soll nämlich kein anderer bekommen, ich will. Ich brauche nämlich eine mobile Ender-Chest. Bro, was geht hier eigentlich gerade ab? Alter, einfach Lumix, der allerechte. Bro, bist du nicht auf dieser Wüste gerade? In Roblox? Ja, bin ich. Ah, cool. Okay, Lumix. Stark, Bro. Ja, Moody, ich sag dir ehrlich, ich wollte nicht für dich einsetzen, aber weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Timmy, wenn du dich wegkriegst, dann könnte ich das klären. Wenn du das machst, kriegt Timmy. Ich muss echt mal hier den Baumapfel. Oh, sie hat gerade zugegeben, dass sie noch was besitzt. Bro, das ist so schlecht. Ja, warum hat sie Testix-Sachen? Das check ich auch nicht. Testix wollte wieder Sachen. Testix wollte die Sachen sich angucken und hat sie mitgenommen. Ja, und dann will er, dass ich nicht noch bei ihm entschuldige, ne? Da sollen wir mal die Logik. Weiß ich doch nicht, was da bei euch passiert ist alles. Ja, anscheinend ist ja gar nichts passiert. Ich sehe das nicht ein. Weißt du was? Ich habe da jetzt keine Lust mehr zu diskutieren. Ich werde langsam ungemütlich. Ja, weißt du was? Du kannst auch... Ich werde wegschauen, ich habe keine Lust mehr, ey. Okay. Ey, ich würde sagen, wir machen einfach die Tests. Das ist so ehrenlos, Kiro, das ist so ehrenlos. Was passiert dir? Ich hab ja, keiner weiß. Hallo? Keiner weiß. Wieso gibst du Timmy nicht einfach alle Sachen zurück? Ich hab die Sachen nicht. Was soll ich denn tun, wenn ich die Sachen nicht hab? Dann hol jetzt Zittersticks, ohne Entschuldigung. Der ist nicht da, was soll ich denn tun? Also, dann ruf ihn halt ganz an. Ganz ehrlich, ich gebe euch nie wieder irgendwas. Ihr könnt's vergessen. Du kannst auch gleich nochmal alles verlieren. So undankbar, wie ihr seid. Hey, was für undankbar. Das ist so schlecht. Ich gebe Timmy die Sachen, die ich habe von ihm. Ich quatsch gerade nur mit dir. Ich kann auch ungemütlich werden jetzt. Chill mal. Du hast deine Hühner auf mich gehetzt. Ja, also guck mal, da kommt noch ein Josef. Aber. Hey. Was ist denn hier passiert gerade? Ja, keine Ahnung. Wir quatschen gerade bloß. Ach so. Also okay, Zittersticks hat anscheinend den Rest deiner Sachen. Das würde mich noch... Ach, und das hast du nicht gesagt, oder wie? Das musst du erst jetzt rausdrücken. Das würde mich jetzt gerade brennend interessieren, wo dein Zittersticks auf einmal bleibt. Ja, weil seit 5 Tagen ist er nicht mehr da, oder? Ganz merkwürdige Sachen sind das hier, ja? Ja, komischerweise nur, wenn ich nicht da bin. Ne? Und auf meine Antwort reagiert er auch nicht. Also,
Mir fällt das echt schwer, ich habe einen Kompromiss. Du hast ja ein Netherite-Schwert. Du gibst Timmy dein Schwert und wir behalten das ein, bis Zitter-Six online ist, um den Rest zu tauschen. Gute Idee eigentlich. Hätt ihr vergessen? Wie unheimlich ihr denn? Ihr kriegt alles, was ich hab von Timmy und dann sagt ihr so noch zu mir, wollt meine Sachen abziehen. Was wurden meine Sachen vertauscht? Meine Sachen wurden vertauscht. Richtig. Dann soll ich mich für was entschuldigen, was überhaupt nicht ich begangen habe, okay? Richtig. Und dann macht er mich die ganze Zeit fertig und so und behauptet irgendeinen Quatsch mit Sahnesoße. Oh, das bringt mich wieder richtig auf, sei ich ehrlich. Ich hab nie irgendwas getan. Nein, du bist mit einem Schizophren zusammen. Du richtig. Bist mit einem Narzissten zusammen. Richtig. Das ist ja krank, ey. Ich sag dir ehrlich, ich bin eigentlich fürs Gute, ja? Ich kann's nicht oft betonen. Und ich will niemandem, dass was wehgetan wird. So schaut's aber wenn aus. Wenn ich selber Ungerechtigkeit spüre, sehe ich das nicht ein, ey. Das geht nicht. Richtig, weil dann ist Timmy in der Situation der Schwache und der muss sich selbst schützen. Ja, Mann. Ich würde dir alles geben von dir, aber ich hab halt einfach nicht mehr. Ich kann nichts tun, wenn ich nichts hab. Wieso gibst du dann nicht einen Teil von dir? Ja, das ist meine Rüstung. Es braucht selber Schutz, weil die Höllenkrieger, Alpha-Steinchen und so greifen mich immer an. Ich brauch selber Schutz. Nein, die werden dich jetzt nicht mehr angreifen. Doch, die greifen mich an. Ja, ich werde es denen sagen, dass sie es nicht mehr machen sollen. Also, wenn du ultimativen Schutz haben möchtest, dann solltest du Timmy ein paar Sachen als Pfand da lassen. Das stimmt. Weil ich weiß ganz genau, wie Zitter-Sticks ist, Alter. Guck mal, ich geb dir zwei Beacons. Ich geb dir zwei Beacons jetzt und dafür gibst du mir ein Schwert. Ich brauch keine Beacons. Mann, nimm doch die Beacons an! Wer redet hier von Undankbarkeit? Ist so! Ich möchte mein Schwert nicht hergeben, ich hab nur ein Schwert. Hier. Ich mach dir ein Holzschwert, wenn du willst. Hatte ich schon genug. Ich glaube, das bringt Steinschwert. Alles. Kannst du wenigstens ein Gespräch mit Zitter-Sticks hier vereinbaren, dass man mal redet? Kann ich machen. Okay, nimm mir Datum, Uhrzeit und wie viele Hosen er besitzt. Zwei Hosen, glaube ich, und zwei! Seit wann braucht man mehr als ein Hosenpaar? Check ich auch. Ich trage seit 50 Jahren dieselbe Hose. Was? Ja, siehst du, das geht nämlich. Easy. Ja. Naja, gut, ich sag's mal so, Moni, wir sehen uns ein zweites Mal und hoffentlich friedlich, ja? Ja. Ja, deswegen, okay. Die Josefs waren nur eine Warnung. Ich könnte jetzt auch nochmal Josefs da lassen. Hä, Josefs? Weiß davon nichts. Wo ist Blackjack hin? Gar nichts. Ich habe nichts mitbekommen. Hallo. Ich glaube, Blackjack okay, braucht Leute. Noch eine finale Aufgabe. Aber Mooney, jetzt geh mal weg. Du? Das geht dich nämlich jetzt gar nichts mehr an. Ja, Bro. Tut mir leid, dass er so mit dir geredet hat. War da nicht so tut gemeint. Tut mir nicht leid. Doch, ja, und jetzt, was ist die letzte Aufgabe? Ach, das ist, das ist eine gute Frage, weil eigentlich sollte zu töten. Nein, nein, das war ein Witz, nein! Ey, aus Witz kann ganz schnell ernst werden. Du weißt wie ja, aber er ist heute 9 Jahre alt. Ja. Kannst richtig? Du vielleicht wieder bei den Höllenkrieger Tower da wieder eine Kuhfarm machen da unten? Eine Kuhfarm? Ja. Das ist eine sehr gute Aufgabe. Dann haben wir wieder Steak und so. Und Leder. Leder. Soll ich euch was zeigen? Ja. Oh ja. Ich habe aber nur 18 Raketen. Moment. Reicht. Ja. Flieg mal los, Junge. Ja, du hier bist bisschen. Ein wahrer Ehrenbruder, Junge. Ey, das ist die Schalker-Chest. Ja, hier, bitteschön. Ja, dann flieg mal los jetzt. Dann flatter mal. Du nimm mal Flügel an. Ja, ich hab doch Flügel. Das kriegt er schon hin. Alles gut. Komm, let's go. Wo führt uns jetzt Blackjack hin? Was will er uns zeigen? Ich bin so gespannt. Das geht jetzt ab. Ich bin auch gespannt. Irgendwas. Hat er irgendwie eine geheime Farm oder so? Blackjack hat die Koordinate geschrieben. Was? Wow. Das hier ist meins. Junge, wie? Das ist deins? Ja. Alter, wie cool. Was redest du? Ha. Wie lange hast du dafür gebraucht, die alles zu terraformen, Alter? Aha! Ewig. Oh mein Gott. Was eine Mini-Eisenfarm. Boah, ich... Ey, Timmy, ich hab doch gesagt. Bro. Das ist krass. Was? Deswegen, wenn Mira dir eine Fähigkeit gibt, dann ist es genau sowas, Alter. Aus deinen Fäusten kannst du Villager-Köpfe schießen. Bam, bam, Alter. Alter, sowas wäre auch nice. Wie nice ist das denn, ey? Ding, 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 ding. Das ist ja übel, Mann. Die Höllenlords sind hier. Also Alter, hier da sind kann Kühe, man ja ne? Eine Villager-Farm machen. Oh ja. Das sind Kühe. Oh, hier ist ja alles. Oh mein Gott. Josefs. Kühe. Übelst viele Schafe. Hier ist ja alles, was das Herz begehrt.
Ey, hier ist wirklich alles, was man benötigt. Das ist viel zu krass. Ja, ist krass. Moment, wieso ist hier gebratenes Hühnchen? Weil das eine Farm ist, wo automatisch gebratenes Hühnchen rauskommt. Aber die werden nicht gekillt. Nein, das ist ja automatisch, Bro. Ja, okay. Nee, die legen Eier, dann nimmt der Werfer die auf, spuckt die nach vorne. Nein, du musst das jetzt nicht erzählen, das ist einfach automatisch. Okay. Ja, okay. Aber ich bin hiermit noch nicht fertig, also ich habe erstmal alles nur reingemacht. Nein! Die komplette Trading Roll! Aber nichts, ja, nichts Mann. Kaufen. Ich habe den noch gar nicht gemacht, ich habe die nur da reingesetzt. Ah, du, ja, du grüne Neune. Hä, wie also OP ist das denn? Boah. Bro, das ist ja übel nice. Wie lange hat das gebraucht, Alter? Ewig. Lang. Und das ist nicht das erste Mal, das ist schon das zweite Mal, dass ich das alles aufbaue. Warum? Oh Gott. Ja, weil das erste Mal war ich da, wo das eine Unheil ist. Da war ich eigentlich komplett aufgebaut. Dann wurde das zerstört von Rhiney. Und dann habe ich mich hier nochmal niedergelassen. Danke, Junge, da, ey, Black Jesus jetzt von dieser Location außer wir? Niemand. Boah, okay, dann müssen wir das geheim halten, ja? Okay, das ist ey, schon, Giro, das ist schon richtige sagt ehrlich, Weltkrieger-Energy. Wir haben zwei krasse Farms. Wir haben aber jetzt eine Ender-Dings-Farm da. Richtig. Und wir haben jetzt die Farm von Blackjack eigentlich. Genau, richtig. Aber die Villager, wie gesagt, da muss ich noch, da habe ich die Zeit nicht gehabt. Ich habe die nur reingestellt und Bücherdinger reingestellt. Die muss ich quasi noch die ganze Zeit abbauen, wieder aufbauen, dass die alle die richtigen Bücher haben. Ja, okay, das wird noch sehr, sehr nervig und anstrengend. Ja. Ja, egal, vielleicht können wir uns aber hier erstmal niederlegen. Was hältst du davon? Natürlich, bei Zeiten hier einfach ein bisschen mithelfen, Alter, unbedingt. Ja, wir können doch hier bleiben und einfach hier auch eine Base bauen, checkst du? Logisch. Ja, wie gesagt, ich bin schon, wenn ihr mitkommen wollt. Ah. Was zeigt er jetzt noch? Ja, also, hier sind quasi jetzt erstmal so ein paar Farmen, ganz normale Villager, die halt hier mitleben. Und da hinten wollte ich mein Haus hinbauen, da rechts. Ah. Okay. Und hier oben ist auf jeden Fall dann noch viel Fläche für weitere Häuser. Ja, Mann! Boah, das sieht hübsch aus! Das sieht mir richtig gut, Junge! Das sieht richtig hübsch hier aus, Alter. Da zimmer ich auf jeden Fall noch ein Haus. Ey, ich bin dafür, dass die Höllenkrieger hier eine neue Base bauen, Junge. Safe, wir machen. Tun. Bro, dann machen wir den richtigen Höllentower hier hin. Hörst du, wird ein richtiger nicer Tower, Alter. Ja, richtig. So aus Blackstone. Hier unten ist dann auch noch eine tiefe Höhle, wo es dann sogar bis runter zum Warden und so geht. Boah! Ah. Noch besser geht's da gar nicht. So geil hier, oh mein Gott. Das ist echt nice, Junge. Blackjack, ich würde sagen, ich übernachte heute hier, okay? Ja, yeah, safe. Ich zeig dir auch bei Zeiten noch die Enderman-Farm, Alter. Dann weiche ich dich da auch noch ein. Ja. Nice. Und hier ist auf jeden Fall auch alles an Essen. Ja, Bro, wie nice, oha! Das sehr ist so gut, Junge. Wir haben wieder Steaks, Junge. Ey, wirklich, wirklich. Das ist krass. Das ist wirklich nice. So krass. Nice, nice, nice. Okay, Blackjack. Danke dir, ja? Besser Mann, Alter. Bleib hier. Und Kiro bespricht alles Weitere mit dir. Ich leg mich erstmal da hinten kurz schlafen. Na, ich würde auch ins Bett gehen. Hier gibt's nichts Weiteres zu besprechen. Ich zeig dir bei Zeiten, wie gesagt, die Enderman-Farm, dass du immer deine Rüstung schön aktuell halten kannst und so, Alter. Und das ja, das ist mit super. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man hier an Farmen hinbauen will, wie gesagt, hier unten will ich wie so eine Art Industriegebiet machen, so mit Farmen und so. Und hier oben und hinten halt dann quasi so die Wohnbereiche. Ja, also was mir auf den ersten Blick noch fehlt, ist so Zuckerrohr- und Bambusautomatische Farmen. Das kann auf jeden Fall noch hingeballert werden. Nee, hier. Ja, hast du schon. Ah! Ja, okay. Hab schon nichts gesagt. Also Bambus nicht, aber Zuckerrohr halt. Dann brauchen wir noch eine Bambussorte davon. Kein Problem. Perfekt, Alter. Du gefällst mir so, wenn du ein Höllenkrieger werden willst, Kriegen Alter. Kriegen wir alles hin. Das ist ja voll chillig. Okay, Mann, Alter. Wir hören uns auf jeden Fall, Blackjack. Ich gehe jetzt hier auch irgendwo pennen. Gute Nacht, Alter. Alles klar, hau rein. Freunde, das wäre ja absolut geil, wenn Blackjack einfach hier ist. Genau das ist, was ich gemeint habe. Guck mal, hier ist gleich ein Bettchen und so. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert und haut die Glocke komplett kaputt.